Hallihallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Godfall-Guide. Heute zeige ich euch, wie ihr die ganzen Hauptstory-Erfolge bekommt. Es sind jetzt nicht so viele, das sind quasi die versteckten Trophäen, die ihr einfach so, während ihr die Story spielt, nach und nach freischaltet. Völlig automatisch und nur Story-relevant. Also Achtung, Spoiler-Alarm, es sind jetzt quasi sechs Trophäen. Für jeden Boss quasi eine. Wir gehen das ganz nach und nach durch. Würde ich jetzt einfach mal das Video abspielen lassen. Und zwar haben wir hier den ersten Boss, das ist Solaris. Der ist quasi im Tutorial, quasi der Endboss vom Tutorial, beziehungsweise der erste Bosskampf. Dann geht's weiter, im ersten richtigen Akt kämpft man gegen die Hexe Zamora. Die allerdings war auch jetzt nicht wirklich ein Problem. Gerade auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Alles gut, alles machbar. Ja. Im zweiten Akt tritt man dann gegen Lunara an. Man sieht schon, es ist eine ganz andere Welt. Ja. Quasi unter Wasser findet das statt. Und ist aber jetzt auch nicht so schwer gewesen. Im dritten Akt kämpft man gegen Greaves Sonnenstrahl. Der war schon ein bisschen anspruchsvoller tatsächlich, weil er auch mehrere Ads auf einen schickt, die sich dann lustig explodieren lassen. Ne? Ja, ging aber alles noch völlig, völlig legitim. Im vierten Akt ist es dann der güldene Kommandant oder der güldene Ritter. Ja, war jetzt auch nicht wirklich ein Problem tatsächlich. Allgemein storyrelevant ist ja nicht so viel. Liegt einfach daran, dass das Spiel eigentlich eine schwache Story hat, ja, meines Erachtens. Okay, dann der letzte, dafür gab es auch eine goldene Trophäe. Das ist natürlich der Makros, der Antagonist von Orin. Ist quasi hier der Endgegner im Spiel. Der war relativ einfach, gibt auf jeden Fall schlimmere Gegner. Ne? So, das waren jetzt die Trophäen. Die ihr einfach so automatisch freischaltet. Ich werde das jetzt immer so ein bisschen kapitelweise hochladen bzw. aufnehmen, dass ihr einfach auch mal seht, wie ihr welche Trophäen bekommt und wie so ein bisschen die Reihenfolge ist. Ne? Das wird jetzt also ein bisschen systematisch ablaufen. Ne? Also Vorsicht, das ist ja harter Spoiler. Gut, dass das zum Ende kommt, aber ich werde es nochmal so davor schneiden, ne? Ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video heute hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch diverse Sammeltrophäen zeigen für das Spiel Godfall. Habe ich gespielt auf der PS5. Es sind jetzt quasi nur eine Handvoll Trophäen, die ihr automatisch, beziehungsweise wo ihr ein bisschen akribischer sein müsst, wenn in dem Spiel Godfall, in dem Loot-Hack-Slay-Game, müsst ihr sehr, sehr viel sammeln. In den verschiedenen Akten, die ihr unterwegs seid. Nun würde ich euch einfach mal das so abspielen, weil ich möchte nicht jede Trophäe für ein einzelnes Video hochladen. Das wäre ja Quatsch und würde auch ewig dauern. Ich lasse die Trophäen jetzt quasi mal im Hintergrund durchlaufen, dann pausiere und erzähle immer mal kurz was dazu. Ne, würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Die erste Trophäe wäre quasi Aasgeier. Aasgeier bekommt ihr freigeschaltet, indem ihr 250 Items eingesammelt habt. Ne? Die Items sind quasi in verschiedenen Qualitätsstufen zu finden. Ja, wir spulen noch mal kurz zurück. Hier seht ihr quasi einen Orb. Ja, der ist jetzt blau. Das ist quasi nicht selten, sondern überragend, überragender Qualität. Ne? Wir haben quasi die weiße Qualität Standard, dann grün selten, blau überragend, lila als Rare. Und dann ist es, glaube ich, noch, na, legendär. Genau, das ist dann goldfarben, ne? Mit den besten Stats. So, und ihr braucht halt 250 solche Items. Keine Sorge, ihr findet im Laufe der Story schon genügend Items. Genau, gucken wir weiter zur nächsten Trophäe Sammler. Hier braucht ihr quasi 50 Hauptadern. Die müsst ihr finden. Die sehen quasi in jedem Akt immer ein bisschen anders aus. Hier seht ihr sie ganz schön. Hier sind quasi noch eine. Ihr braucht im gesamten Spielverlauf nur 50 Stück. So, weiter geht es mit der nächsten Trophäe. Die nennt sich Rüstung der Götter. Und hier müsst ihr quasi
30 Kerne finden. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Hier müsst ihr 30 mal so einen Ritter, so einen liegenden Ritter finden. Die liegen quasi überall rum in jedem Akt. Allerdings sind die im ersten Akt am häufigsten vertreten, meines Erachtens, und schneller auch zu finden. Und ihr braucht im gesamten Spiel quasi 30 Stück und dann gehört die Trophäe euch. Ja, weiter geht es mit der Trophäe Plünderer. Hier müsst ihr im Grunde auch wieder im gesamten Spiel 50 Kisten öffnen. Dabei ist es egal, ob das solche einfachen Kisten sind oder solche speziellen Kisten, die ihr quasi im Erfahrungsmodus freischaltet. Hier sehen wir die Trophäe Gold, Silber und Punkt, Punkt, Punkt. Hier müsst ihr quasi 100.000 Elektrum finden. Achtung, hier ist es teilweise wirklich so, dass ihr die 100.000 Elektrum wirklich im Spiel finden müsst. Ne? Also nicht durch Belohnungen, nicht durch irgendwelche Storyabschlüsse oder etc., sondern ihr müsst wirklich 100.000 von der Währung einsammeln, looten aus Kisten oder von Gegnern. Ja, dann geht es weiter mit der nächsten Trophäe, die nennt sich Erwachen. Ne, und hier ist es quasi so, ihr müsst ja quasi ein Legendary-Item einsammeln. Das erreicht ihr spätestens nach dem ersten Boss. Ne, hier nochmal die zweite Trophäe, die damit verknüpft ist. Genau, ausgestattet. Hier braucht ihr quasi 5 Legendaries. So, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen zu den ganzen Sammeltrophäen. Checkt doch gerne die weiteren Videos ab. Es sind noch einige andere Trophäen zu ergattern. Allerdings fallen die in eine andere Kategorie rein. Ne? Das waren quasi alle Sammlertrophäen. Nun geht es weiter mit den Waffentrophäen.